Massive Schlafstörungen, tiefe Traurigkeit und Antriebslosigkeit, das sind typische Symptome einer Depression. 4 Millionen Menschen, so schätzt das Bundesgesundheitsministerium, sind derzeit in Deutschland davon betroffen. Dabei gibt es allerdings große Unterschiede in der Schwere der Erkrankung. Woran erkenne ich denn eine Depression? Wann ist sie heilbar? Und wer kann in dieser schweren Zeit helfen? Zurück ins Leben, Wege aus der Depression, das ist heute unser Thema bei Alpha und Omega. Schön, dass Sie mit dabei sind. Bei mir im Studio begrüße ich die Medizinerin und Theologin Beate Jakob. Sie sagt, viele Menschen suchen die Schuld für die Krankheit bei sich selbst oder bei Gott. Es ist schwer, ihnen klarzumachen, dass niemand Schuld hat. Günther Schalenmüller sollte als Manager aufgrund einer Fusion viele Mitarbeiter entlassen. Die Folge: eine schwere Depression mit stationärem Aufenthalt in einer Psychiatrie. Eine Depression, sagt er, wird heute immer noch stigmatisiert. Auch die Ärztin Annette Huttenlocher hat schwere Depressionen und sogar 2 Selbstmordversuche hinter sich. Heute sagt sie, die Depression hat mich zum Positiven verändert. Frau Huttenlocher, wie geht's Ihnen denn heute? Also seit 3-4 Jahren geht es mir recht gut. Ich muss halt Medikamente nehmen noch, aber sonst ist es wirklich nicht mehr zu vergleichen mit früher. Ja. Es hat ja vor 25 Jahren ungefähr angefangen. Nach der Geburt Ihres ersten Sohnes hatten Sie die erste schwere Depression. Wie hat sich das denn ausgewirkt? Also ich konnte überhaupt nichts mehr machen. Ich war nur noch im Bett, ich hatte Antriebsstörungen, ich konnte mein Kind nicht versorgen, das war 5 Monate alt. Und konnte meinen Beruf, den ich wieder angefangen habe, nicht mehr ausüben. Hat Selbstmordgedanken. War Ihnen bewusst, dass Sie eine Depression haben? Am Anfang nicht. Also erst dann im Gespräch mit der Ärztin, mit der Psychiaterin, dann, dass die halt gesagt hat, das ist nicht lächerlich, das ist eine Krankheit. Und dann ging es. Obwohl Sie Ärztin waren? Auch mit, ja, das kann man bei sich selber nicht diagnostizieren. Sie haben sich dann die Pulsadern aufgeschnitten mit Rasierklingen. Ja, genau. War das eine überlegte Handlung oder etwas im Affekt? Also für mich ist das ein Symptom von der Krankheit. Also das ist nicht mein Wille gewesen, sondern das war der Drang in der Krankheit, so wie jemand anders einen Herzinfarkt kriegt oder so. Aber das ist schwer zu verstehen. Also das ist auch schwer, Gesunden das zu erklären, wie das ist. Das haben Sie in dem Moment an Ihren Mann oder Ihr Kind gedacht? Überhaupt. Ihr Mann hat, ich habe auch keinen Schmerz gefühlt. Also das hat überhaupt nicht wehgetan. Ihr Mann hat Sie gefunden rechtzeitig. Wie hat er das denn erlebt? Ja, der war sehr erschrocken. Aber dann ging alles halt ganz schnell. Und wie gesagt, wir hatten ja ein kleines Kind. Also wir hatten gar nicht groß Zeit, irgendwie nachzudenken. Wie ging es dann weiter danach? Ja, dann hat es ziemlich lang gedauert, bis ich die richtige Therapie gefunden habe. Und da haben dann die Omas ausgeholfen, was ich jetzt im Nachhinein nicht mehr so machen würde. Ich würde fremde Hilfe nehmen, ist besser. Aber damals wollte man ja auch nicht fremde Leute da haben und so. Und es hat ziemlich lang gedauert, aber dann ging es wieder aufwärts und dann konnte ich auch wieder arbeiten und auch das Kind versorgen und habe dann auch noch ein 2. Kind gekriegt. Ja. Sie haben ja dann 6 Jahre anthroposophische Behandlung in Anspruch genommen, weil Sie keine Medikamente wollten. Warum? Also ich war, als es anfing, 31 und ich fand die Vorstellung grauslich, jetzt bis zum Rest meines Lebens ein Dauermedikament zu nehmen, das Nebenwirkungen hat und das nicht ohne ist. Okay. Und am Anfang war die Erkrankung auch so, dass sie 2-mal im Jahr aufgetreten ist ungefähr. Und später hatte ich dann diese schnellen Wechsel. Also später hatte ich dann 2 Wochen eine gute Phase und 4 Wochen ganz schwere Depressionen, immer so hin und her. Auch als Sie Ihr 2. Kind schon hatten, haben Sie Ihren 2. Selbstmordversuch? Das war viel später. Das war erst 2006. Und war das wieder eine Handlung im Affekt einfach? Also da war es halt wieder so, man denkt, wenn man richtig in der Depression drin ist, denkt man, das wird nie wieder besser, das kann gar nicht sein, das bleibt jetzt so und das ist so schrecklich, dass alles besser ist, als weiter so weiterleben zu müssen. Mhm. Herr Schalenmüller, Sie hatten auch eine Depression, waren das gleiche Symptome, was wir jetzt gehört haben schon? Ich denke, das sind in großen Stücken ähnliche immer Symptome. Ich kann das total nachempfinden, wie es ihr gegangen ist. Bei mir war es so, dass ich morgendliches Früherwachen hatte, war total nass geschwitzt, hatte eben auch Suizidgedanken, hatte Antriebsschwäche
Und das große Problem war natürlich, dass ich es mir nicht erklären konnte, was habe ich denn überhaupt? Und das ist dann schon sehr, sehr belastend. Mhm. Dann ging es weiter mit Konzentrationsstörungen. Man konnte sich nichts mehr merken. Und hat am Anfang tatsächlich auch immer gesucht, was habe ich denn eigentlich? Also man konnte das nicht direkt benennen, weil es wie so ein Wellental war, es mal mehr, mal weniger. Aber Tendenz immer ab, also immer weniger werdend. Wann war Ihnen denn klar, dass Sie wirklich krank sind, dass Sie eine Depression haben? Ja, anfänglich war ich beim Allgemeinarzt in Behandlung und der hat es eigentlich auf die leichte Schulter genommen, bis dann in der psychologischen Institutsambulanz in Winnenden festgestellt wurde, ja, das ist Depression. Davor hatte ich aber im Internet eingegeben, Depression und Suizid. Habe also auch mit dem Gedanken gespielt, mir was anzutun, hatte Abschiedsbriefe geschrieben. Und da gibt es einen Scorewert und da war ich ziemlich weit oben. Also mit schweren Depressionen sollten sofort therapeutische Hilfe und Arzt aufsuchen. Und benannt war es tatsächlich erst richtig, als ich dann stationär aufgenommen wurde. Sie sind ja dann mit den Selbstmordgedanken zur Psychiatrie Winnenden gefahren. Ja. Wie groß war denn die Hemmschwelle, jetzt wirklich in der Psychiatrie zu gehen? Ja, das Winnenden hat etwas einen seltsamen Charakter. Also ich habe am Stadtrand von Winnenden geparkt und bin dann zu Fuß dort voll hingelaufen. Habe mich tatsächlich für die psychische Erkrankung geschämt. Hatte da selber ein großes Problem. Und ja, habe mich wirklich schwer getan, da hinzugehen. Hatte da ein Bild gemalt mit Wägen drauf. Einer davon ging Richtung Friedhof, also ein Kreisverkehr. Einer ging Richtung frühe Arbeitsstelle wieder zurück, Richtung Zufriedenheit ging einer. Und ein Weg, der ging hinter einem Busch weg. Ich weiß nicht, warum ich den gemalt habe, aber den bin ich letztendlich dann gegangen. Den schwierigen Weg? Den grünen Weg hinter dem Busch, das war dann später der Jakobsweg. Okay, auf den kommen wir nachher noch zu sprechen. Frau Jörg, wir haben jetzt gehört, dass es bei beiden am Anfang gar nicht klar war. Ist das oft so, dass Menschen gar nicht wissen, was mit ihnen eigentlich passiert? Das ist sehr oft so. Also was Frau Huttenloch und Herr Schallenmüller jetzt beschrieben haben, dass sowohl dem Patienten, den Betroffenen selbst, lang nicht klar ist, was ist eigentlich los, und auch den behandelnden Ärzten nicht. Oft ist es ja, dass man in die Allgemeinarztpraxis geht mit einfach der Aussage, mir geht's nicht gut. Und dann sucht man nach körperlichen Krankheiten. Wichtig ist eben, genauer nachzufragen. Und die Depression ist ja von der Weltgesundheitsorganisation einfach als eine Krankheit auch festgeschrieben worden mit bestimmten Diagnosekriterien. So ganz wichtig, da genau nachzufragen, natürlich körperliche Erkrankungen auszuschließen. Aber Depressionen sind häufig, Sie haben ja gesagt, es sind derzeit, sagt man, so fast 4 Millionen Menschen betroffen. Jeder Zehnte fast erkrankt im Laufe seines Lebens einmal einer Depression. Jetzt sagt man ja ganz schnell, ich bin depressiv. Ja, das wird ja oft auch als Redewendung einfach dafür genommen, dass man gerade schlecht drauf ist. Wann ist es denn eine Stimmungsschwankung und wann ist es eine Krankheit? Das ist ganz wichtig, dass man nicht diese allgemeinen Befindlichkeitsstörungen als eine Depression diagnostiziert. Jeder Mensch macht ja fast jeden Tag Stimmungsschwankungen durch, oder man sagt auch in der kalten Jahreszeit, in der dunklen Jahreszeit manchmal, jetzt bedrückt mich die Stimmung. Das ist was ganz anderes. Das geht nach ein paar Tagen spätestens wieder weg und ist nicht so, dass wirklich das ganze Leben heruntergefahren ist. Das ist ja bei der Depression, bei der ausgeprägten Depression so, dass die Patientinnen und Patienten wirklich einen hohen Leidensdruck haben. Der Alltag kann nicht mehr bewältigt werden. Und dann eben diese bestimmten Diagnosekriterien. Sie haben es auch schon vorher genannt, einfach diese gedrückte Stimmung, Antriebslosigkeit, Interesselosigkeit. Das ganze Leben ist sozusagen heruntergefahren. Mindestens 2 Wochen die Symptome, mindestens 2 Wochen. Am Stück. Ja. Das ist so ein Symptom einfach für die Krankheit. Mhm. Können Sie heute sagen, was der Auslöser damals dafür war? Naja, vielleicht eben die Geburt von dem Kind und der Jobverlust. Mhm. Also der Verlust vom Beruf war schon wichtig.
Bei Ihnen hat das auch was Jobmäßiges zu tun gehabt. Sie waren Geschäftsstellenleiter bei einer Krankenkasse mit 150 Mitarbeitern. Richtig, ja. Die Krankenkasse hat fusioniert, Standort wurde geschlossen. Sie mussten viele entlassen oder sollten viele entlassen. Was hat das mit Ihnen gemacht? Ja, die Vorgeschichte ist, dass ich zuerst die Mitarbeiter per Teambildung aufforderte, überhaupt zur Fusion beizutragen. Das ist dann gelungen und die gleichen Mitarbeiter sollte ich dann letztendlich entlassen. Das konnte ich nicht und hat dann dazu geführt, dass der Vorstand mir sagte, Herr Schallenmüller, ich kann mit Ihnen nicht mehr weitermachen, ich setze Sie von der Position ab. Und dann war natürlich sofort diese Schwarz-Weiß-Denke da, also kein Job, kein Geld, Familie ernähren, bin ja verheiratet, habe drei Mädels. Und das hat alles relativ schwarz werden lassen, relativ dunkel werden lassen. Und hat dann eben die Depression geführt. Wie haben Sie es denn geschafft, wieder Licht am Ende des Tunnels zu sehen? Sie haben vorhin den Jakobsweg erwähnt. Hat das Ihnen geholfen? Ja, das Licht am Ende des Tunnels sind, glaube ich, mehrere Bausteine. Es ist wie ein Puzzleteil, das man zusammenfügt. Und der Jakobsweg war tatsächlich ein großer Baustein, der mir tatsächlich auch geholfen hat, weil da damit ein neues Ziel verbunden war. Und dieses Ziel eben der Öffentlichkeit auch über Depressionen aufzuklären, hat mich letztendlich aus dem Krankenhaus rausgebracht und eine Selbsthilfegruppe zu gründen. Und so bin ich dann am 2.9. entlassen worden vom Krankenhaus, hatte mir die Haare rot gefärbt, unter dem Motto Zeichen setzen und Farbe bekennen und bin dann Richtung Santiago de Compostela losgepilgert. Und haben Sie dich gesehen? Licht am Ende des Tunnels? Das Licht habe ich dann sehr deutlich gesehen, weil ich wieder wusste, was ich machen wollte. Also weil ich wieder leben wollte, weil ich wieder Freude hatte. Kann mich aber bis heute, das ist jetzt 10 Jahre her, immer noch an den Satz von dem Oberarzt erinnern, der mir sagte, Herr Schallenmüller, sind Sie sich nie zu sicher? Und das würde ich tatsächlich unterstreichen. Und aus dem Grund würde ich heute auch nicht sagen, ich habe die Depression überstanden, sondern ich nehme die mit in mein weiteres Leben. Und die ist mal stärker da, mal weniger stark da. Und das ist für mich in Ordnung. Frau Jakob, wir haben jetzt zwei, ich sag mal, Fälle von Depressionen gehört, wo beide sagen, es sind schwere Depressionen. Ich habe sie bis heute auch nicht ganz überwunden. Wir haben Selbstmordgedanken gehabt oder Selbstmordversuche. Geht es allen Menschen so, die Depressionen haben? Nein, es gibt natürlich alle Ausprägungen von Depressionen. Man unterscheidet leichte, mittelgradige und schwere Depressionen. Auch die Dauer der Depression ist unterschiedlich. Auch das Ansprechen auf die Behandlung. Man sagt, die Depression hat viele Gesichter. Es ist immer individuell. Auch die Auslöser sind unterschiedlich. Und natürlich auch die Frage, was ist für den Einzelnen dann gut, was führt heraus? Frau Hodenlocher, wie hat denn damals Ihr Mann reagiert? Im Jahr 2006 hatten Sie manisch-depressive Schwankungen, also man sagt himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Sie waren dann auch 10 Monate stationär. Wie hat er das mitgemacht? Also er hat es ja ganz lange ganz toll mitgemacht, aber dann 2006 hat er dann nicht mehr wollen. Da ist er dann zu seiner Freundin gezogen, also hat mich dann verlassen. Also das war dann ziemlich schwer für mich, da wieder Boden unter die Füße zu kriegen. Ich wollte noch sagen, für mich war ganz, ganz wichtig, dass eine Nachbarin mir angeboten hat, mir zu helfen und mit mir zweimal in der Woche morgens spazieren gegangen ist. Also ich bin mit der das ausgemacht, bin dahin und bin also schweren Schrittes da hinterher nachgezottelt, aber wir haben uns gut unterhalten und das hat mir unheimlich geholfen. Also solche relativ kleinen Sachen eigentlich sind ganz, ganz wichtig. Konnten Sie auch Hilfe annehmen in der Zeit? Ja, Sie haben gerade einen Partner angesprochen. Also wir sind noch verheiratet. Ich hatte im Krankenhaus den 25. Hochzeitstag. Und vor der Partner ist es tatsächlich auch so, dass der Schwierigkeiten hat, bis die Diagnose benannt ist. Und wenn sie dann benannt ist, eben die Diagnose letztendlich zu akzeptieren. Ich selber habe Hilfe angenommen. Ich habe in der Zwischenzeit über 25 Selbsthilfegruppen gegründet und für mich war sehr, sehr hilfreich der Austausch unter den Betroffenen. Immer verbunden mit einem persönlichen Ziel, das ich habe. Also ich lebe mittlerweile mit Zielen, die darüber mit Werten beinhaltet sind.
Ja. Und meine Frau ist nach wie vor noch meine Frau. Also wir sind immer noch zusammen. Und wenn ich sie nicht gehabt hätte, wäre ich wahrscheinlich heute nicht mehr da. Sie haben vorhin gesagt, dass Sie sich für die Krankheit auch geschämt haben, das als Makel empfunden haben. Warum eigentlich, wenn es eine Krankheit ist? Ja, das sieht man sicherlich als Betroffener am Anfang nicht so, dass das eine Krankheit ist. Es ist aber tatsächlich, wie Sie sagen, eine Krankheit. Ich habe vom Jakobsweg eine Frau kennengelernt mit 87 Jahren. Ich habe ihr gesagt, warum ich unterwegs bin mit dem Thema Depression. Und dann sagt die Frau zu mir, wissen Sie, ich bin jetzt 87 Jahre alt, außer meinem Hausarzt weiß niemand, dass ich eine Depression habe. Sie sind jetzt der Zweite. Und es wird halt viel, viel zu häufig versteckt. Das hängt sicherlich mit mehreren Faktoren zusammen. Unter anderem mit unserer Leistungsgesellschaft, mit dem Funktionieren müssen, mit dem auch teilweise funktionieren wollen. Und jetzt beim männlichen Part kommt natürlich noch dazu, dass man eben der Starke spielen möchte. Und ich habe mich ja dann im Krankenhaus bewusst entschieden, mit dem Thema in die Öffentlichkeit zu gehen. Und habe überwiegend, also oder eigentlich ausschließlich nur positive Resonanz bekommen. Wir hätten gerne, Frau Jakob, auch jemand eingeladen in die Sendung, der eine leichte Depression hat, das überwunden hat und heute sagt, er fühlt sich gesund und er arbeitet wieder, haben aber niemand gefunden, weil uns oft gesagt wurde, man möchte nicht, dass der Arbeitgeber das weiß, weil man doch immer einen Stempel hat. Sehen Sie das als ein Problem an? Ein großes Problem, dass in unserer Gesellschaft eigentlich psychische Erkrankungen, ja, man ordnet sie irgendwie zwischen Einbildung oder vernachlässigbar ein, wird schon wieder besser werden. Ja, es ist zum einen ein Tabu, für manche ein Makel. Also ich habe eine Bekannte, deren Mann immer wieder an einer Depression leidet. Sie sagt, mir wäre es viel lieber, mein Mann hätte eine Leukämie, also eine schwere Erkrankung, als dass er eine Depression hat. Die Nachbarn sagen, ist doch eigentlich, sieht gesund aus, warum arbeitet er nicht? Das ist in unserer Gesellschaft, glaube ich, ein großer Aufklärungsbedarf. Würden Sie das auch so, Frau Dallauer? Ja, auf jeden Fall. Also das ist immer noch ein Tabu. Und deswegen haben wir ja auch mit dem Bündnis gegen Depressionen da im Tübinger Raum viele Informationsveranstaltungen. Und ich selber habe auch schon Vorträge gehalten, einfach auf die Leute zugehen, die informieren, denen sagen, wie es ist und was sie machen können, auch den Gesunden. Das hilft viel. Und in der Selbsthilfegruppe, ich habe ja auch eine für Frauen, hilft es ganz arg, weil man unter Betroffenen einfach weiß, von was man redet. Ja. Man braucht nicht erklären, warum komme ich nicht aus dem Bett oder warum kann ich nichts empfinden oder so. Das wissen die. Ja. Frau Jakob, Sie haben auch ein großes Forschungsprojekt gemacht mit der Uni Tübingen zusammen. Das hieß Kirchengemeinden als Orte gegen Depression. Sie haben Pfarrer und ehrenamtliche Seelsorger gefragt, wie sie denn mit Menschen mit Depressionen umgehen. Was war denn das Ergebnis davon? So, unser Anliegen mit dieser Forschung und diesem Projekt war, das Thema Depression eben in Kirchengemeinden einfach zum Thema zu machen, weil unsere Erfahrung war, und das kam in diesen Befragungen sehr deutlich, dass gerade in Kirchengemeinden das Thema tabuisiert wird, dass gerade in Kirchengemeinden, das ist Sünde, wenn man Selbstmord getan hat. Die Auffassung ist, ja, vielleicht wenn jemand genug beten würde, dann würde die Depression schnell wieder weggehen oder gleich gar nicht auftreten. Also was wir in den Interviews mit Gemeindeleitenden, Betroffenen und Angehörigen gehört haben, ist, dass alle eigentlich sagen, wir brauchen mehr Information in den Kirchengemeinden, weil gerade bei uns kein Verständnis für die Art dieser Erkrankung da ist und der Umgang dementsprechend nicht, man kann sagen, nicht unbedingt heilsam ist in den Kirchengemeinden. Sie haben die Ergebnisse in einem Buch veröffentlicht, das heißt Menschen mit Depressionen, Orientierungen und Impulse für die Praxis in Kirchengemeinden. Da wollen Sie einfach, dass es den Menschen, dass sie wissen, wie man dann einfach auch damit umgehen soll. Frau Huttenlocher, was hätten Sie sich zum Beispiel gewünscht? Wie hätte man mit Ihnen umgehen sollen? Also bei mir ist es ja ein ganz langer Zeitraum gewesen und ich habe schon auch immer Hilfen bekommen. Aber am Anfang war schon das Problem und vor allem dann auch mit den Kindern, mit den Miteltern oder so, dass ich schon gemerkt habe, die lehnen das ab. Ne? Da ist jemand, der ist psychisch krank und was macht der mit meinen Kindern oder so.
Also das war ein Problem. In der Kirchengemeinde selber hatte ich Glück, weil ich in einer bin, wo sehr viel schon lang gemacht wird für Verständnis. Also da ist es wirklich gut, da bin ich angenommen worden. Sie haben uns erzählt, dass Ihre Eltern Ihnen immer das Gefühl gegeben haben, dass Sie selber schuld sind an der Depression. Haben Sie das geglaubt damals? Es war zumindest nicht hilfreich. Also meine Mutter hat nach 12 Jahren das erste Mal gesagt, sie glaubt jetzt doch, dass es wohl eine Krankheit sei. Und ich weiß nicht, was sie vorher gedacht hat, aber die hat halt immer gesagt, steh doch auf, mach doch, geh in Urlaub oder irgendwas. Und wenn man depressiv ist, kann man nicht in Urlaub gehen. Das ist Quatsch. Geht das vielen so, Frau Jakob? Das Thema Schuld auch? Ja. Die Depression ist ja gekennzeichnet auch durch Selbstwertgefühl ist fast verloren. Man sucht nach Ursachen und findet dann die Ursache bei sich selber für die Erkrankung. Das ist eigentlich ein Zeichen der Erkrankung, dass man an sich selbst verzweifelt, denkt, ich habe in meinem Leben alles falsch gemacht, jetzt bin ich auch noch schuld an der Erkrankung. Dann bei religiösen Menschen ist ja oft auch die Beziehung zu Gott betroffen von der Erkrankung. Eine Frau sagte mir erst kürzlich, ich habe eigentlich mein Leben lang einen Halt gehabt im Glauben. Und jetzt in der Depression, wo ich eigentlich Gott brauchen würde, da ist Gott weg. Auch da dann diese Reaktion der Frau, jetzt bin ich auch da noch schuld. Gott bestraft mich mit der Erkrankung. Und man denkt wirklich in der Depression, es wird nicht besser. Man denkt, das bleibt so und es wird überhaupt nicht besser. Also kein Licht zu sehen am Ende des Tunnels. Würden Sie es auch so? Ich mag da gerne ein Gegenbeispiel machen. Ich habe eine Frau in der Selbsthilfegruppe, die schon Jahre eine schwere Depression hat. Und die hat absoluten Halt mit Gott. Also die hat den nicht verloren, sondern die sagt zu mir, wenn ich den Halt zu Gott nicht hätte, dann wäre ich schon längst nicht mehr da. Ja. Jetzt ist ja die Frage, was mache ich denn, wenn ich diese Symptome bei mir selbst oder bei einer mir nahestehenden Person feststelle. Was kann ich denn machen, Frau Jakob? Was ist wichtig? Ganz wichtig ist professionelle Hilfe in Anspruch nehmen und nicht versuchen, in Eigentherapie eine Besserung herbeizuführen. Ganz wichtig, einfach zu einem Arzt zu gehen oder Psychotherapeuten. Das ist, denke ich, der erste Schritt. Und diese Scheu ablegen, wenn ich jetzt medizinische Hilfe in Anspruch nehme, dann bin ich ein Versager. Das ist, glaube ich, das A und O. Und dann aber, denke ich, natürlich auch gibt es unterstützende Maßnahmen. Wir haben vorher gehört, die Nachbarin, die spazieren geht, das ist großartig. Oder Sie haben die Werte benannt oder die Beziehung zu Ihrer Frau. Und das sagen die Therapeuten ja auch, diese professionelle Therapie ist wichtig, seien es Medikamente oder Psychotherapie, aber es gibt Ergänzungen. Braucht man beides? Also braucht man Medikamente und die Therapie oder würde auch eines davon reichen? Es ist unterschiedlich. Die Psychotherapie ist dann oft eine Hilfe, auch mit Problemen im Leben besser umzugehen. In der akuten Phase sind oft dann nur Medikamente auch einfach angezeigt, wo ein Gespräch noch nicht so möglich ist. Ja. Aber diese Ergänzungen. Mhm. Herr Scheinmüller, aus Ihrer eigenen Erfahrung oder auch von anderen Menschen aus den Selbsthilfegruppen, die Sie mitbekommen haben, wenn jemand ein akutes Problem hat und auch irgendwann wirklich feststellt, ich brauche Hilfe und er möchte zu einem Psychotherapeuten gehen, ist es dann so einfach, dann auch jemanden zu finden? Das ist leider gar nicht einfach, weil sehr lange Wartezeiten da sind. In der Regel kriegen Sie eine Liste von Psychotherapeuten von der Krankenkasse. Und wenn Sie dann den ersten Fehler machen, fangen Sie oben an zu telefonieren. Ist besser, Sie fangen irgendwo in der Mitte an. Weil alle das machen von oben. Weil alle das machen. Und die sind tatsächlich ziemlich überlaufen. Nichtsdestotrotz sollte man sich tatsächlich immer Hilfe suchen. Durchaus auch bei einer Selbsthilfegruppe. Denn der erste Punkt wäre wirklich die Sach- und Fachinformation zur Krankheit. Und da sollte man sich nicht scheuen, sich Informationen durchaus auch von der Selbsthilfegruppe zu holen. Aber was ganz wichtig ist, tatsächlich den Arzt aufzusuchen, sei es ein Allgemeinarzt. Und wenn man da nicht direkt gleich weiterkommt, weil oft ein bisschen Zeitproblem da wäre, einfach einen zweiten aufsuchen. Oder einen Psychiater. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Psychiater halt die Strippen in der Hand haben. Die wissen genau, was kann man für Hilfen anbieten und wie erreicht man die zu kriegen.
Frau Huttenlocher, Sie haben durch die Depression sehr viel verloren. Ihren Job, Ihre Ehe ist kaputt gegangen und trotzdem sagen Sie heute, das hat Sie zum Positiven verändert. Inwiefern? Also das Wichtigste waren meine Kinder und das sind sie immer noch. Und inzwischen verstehe ich mich auch gut mit meinen Kindern, das ist wunderbar. Und ich habe mich schon verändert. Also ich denke, es hat auch positive Seiten, so eine Krankheit zu haben. Man legt manche Prinzipienreiterei ab oder ja, was weiß ich, was alles so. Wie machen Sie Betroffenen Mut? Also für mich ist die Depression eben nicht nur negativ. Ist wirklich, Depression ist halt auch ein sehr großer positiver Anteil. Er führt zu einer Veränderung des Weges. Also das ist wie eine Weggabelung und man steht dann womöglich eine Weile still, bevor man rechts oder links weitergeht. Aber ich bin dafür, immer das Positive drin zu sehen. Und es hört sich jetzt komisch an, aber ich habe es vorhin mal gesagt, ich nehme meine Depression weiterhin in mein Leben mit und bin, so wie ich hier sitze, vollkommen einverstanden, wie alles war. Ja, liebe Zuschauer, die Sendezeit ist leider schon um. Sie können aber die ganze Sendung im Internet noch mal sehen unter kirchenfernsehen.de. Dort finden Sie auch Links zu Hilfsangeboten und zu Selbsthilfegruppen. Vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank, dass Sie da waren. Ihnen alles Gute und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.